und mit dem Ausatmen öffnet ein wenig deine Arme weit. Schau, dass der Kopf etwas angehoben wird, die Schulterchakra aktiviert wird und dann nimm diese Herzensenergie zu deinem anatomischen. Bring dann die Handrücken aneinander und so entsteht ein wundervolles kleines Herz und dann darfst du diesen Energiefluss ein wenig zur Seite nehmen. Wir machen es noch zweimal so, atme ein zum Herzen. Mit dem Ausatmen öffne dein Herz, ja, denk wieder an das Positive und zieh die positive Energie zu deinem Herzen. Von dort Handrücken aneinander.
deine Hand wieder zurück. Linke Hand zum Herzen. Vom Herzen dreh dich auf. Schau zu deiner Hand. Ja, da hast du ein bisschen mehr, also weniger Spielraum, mehr zu kämpfen, um Dinge loszulassen, die dir nicht mehr dienen. Atme aus, setz deine Hand wieder zur Erde. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Und so wie vorhin begonnen. Ich atme an. Ich atme aus. Nehme meine rechte Hand an den Oberschenkel. Und dann ziehe ich mit einem Lächeln die linke Hand weit über den Körper. Und atme. Parigasana. Ich habe jetzt nur meine Lieblingsübungen für heute mitgebracht. Ja, an diesem wundervollen Neumondtag. Und jedes Mal, wenn wir zum Himmel schauen, verzaubert uns der Mond auf so eine ganz skurrile und mystische Weise. Blick Richtung Himmel, atme. Und hier darfst du alles wegspannen. Ja? Alles macht bing, bing, bing. Wut, Ärger, alle Emotionen, lass sie los. Mit dem Einatmen, komm nach oben. Hab Mut und fliege Richtung Erde. Nehme deine rechte Hand erst weit Richtung Himmel. Und für die Sternschnuppe, über deinen Körper. Zieh dich in die Mitte. So schön, wir werden immer weicher werden. Und dann hebe deine rechte Hand, dein rechtes Bein. Versuch den Fuß zu flexen. Und du darfst hier bleiben, atmen. Vor allem am Ende der Ausatmung innehalten. Oder du beugst dein Bein und dann löst du deine Hand zu deinen Knöcheln. Und jetzt ist es ganz ein Kinderspiel. Versuch den Fuß in die Hand zu kriegen. Und dann automatisch bin ich wieder in meinem Neumond-Skorpion. Ja? Sehr gut. Atme. Ja, dein Herz wird weich. Fühle die Wärme, die kommt. Ganz gerne deine Augen schließen und genießen. Und dann langsam löse wieder dein Bein. Ein kleiner Schuss, tauche wieder nach oben. Kleines Sonnengebet Richtung Erde. Nehme dein rechtes Bein wieder zurück. Ganz gerne wieder eine kleine Katze kuchen. Spür mal, wie es deinem Körper geht. Wie geht's euch? Jetzt wäre der Moment, wo man wieder posten könnte. Genau. Und dann stell deine Zehen auf. Heb so ein Millimeter. Deine Knie weg von der Erde. Weil heute Neumond ist, können wir ein wenig mal tanzen. Ja, passend zum schönen Lied. Ein wenig nach vorne, ein wenig nach hinten. Das geht schon. Okay? Tani, tanzt du mit? Genau. Und dann schieb dich in deinen herabschauenden Hund. Oh, schau mal. Vielleicht ist es der erste herabschauende Hund. Mach Bewegungen, die dir gut tun. Und vielleicht weißt du nicht mehr, ui, ist der Abstand richtig? Komm gerne in die Plank und kontrolliere, ob der Abstand richtig ist. Genau. Wunderbar. Schüttel alles nochmal aus. Nein. Mach Bewegungen, die dir gut tun. Und wenn du im Hund bist, dann nehme mal das rechte Bein über das linke. Und dann darfst du dein rechtes Bein strecken, das linke gebeugt. Und dann schieb den Po nach oben. Ja? Dann erfährst du wieder so eine wunderschöne Dehnung. Merk dir das auch, das ist super schön. Und dann löse wieder auf. Nehme dein linkes Bein
wir nicht mehr brauchen, ja, ein wenig frei. Und es sind die Emotionen, die uns hindern, glücklich zu sein. Mit dem Ausatmen über vorne. Hammermann, Baby. Das ist ja der von einer Insel zur anderen gesprungen ist. Ja, vielleicht schaffen wir auch mental. Öffne dein Herz und mit dem Ausatmen lass los. Einatmen. Lächeln. Ausatmen. Lass los. Von hier öffne dein Herz. Schau, ja, was du entdecken kannst. Die Wunder, die kommen. Wir müssen nur fest daran glauben. Gell? So. Und dann setz wieder dein Schienbein komplett. Nicht Schienbein, sondern komm in diese Hanuman-Position. Setz dann jetzt die rechte Hand auf die andere Seite. Und dann schauen wir, ob du hier bleiben möchtest. Das ist dicke genug. Gell? Wenn du sagst, Mensch, ist da eh noch was? Ja? Das Trikonasana brauchen wir heute. Setz die linke Hand zum Herzen und vom Herzen dreh dich auf. Super schön. Ja, da spürt man Muskeln, an die man gar nicht gedacht hat. Oder? Die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Dankeschön, ist das super, Andi. Vielen Dank. Atme aus und tauche wieder zur Erde. Uiuiuiui, aber ich glaube, jetzt sind wir warm. Komm nach vorne, sitz deine Hände aktiv auf und dann schieb dich nochmal in einen dreibeinigen Hund. Und dann setz wieder den Fuß herab, wie eine Welle. Komm nochmal in die schiefe Ebene. Und dann stell dir vor, du bist ein Brett. Ja, und ich komme mit dem Brett Richtung Erde. Das heißt, erst die Brust und dann der Bauch. Und dann öffne ich mich ein wenig in die Cobra Michaela. Atme aus. Und jetzt stell dir wieder vor, du bist jetzt dieses wundervolle Brett. Ja? Stell die Zehen aus. Spann alles an, was du hast. Ja? Ellenbogen ganz weg, nach hinten gerichtet. Und dann wie ein Brett von unten nach oben. Und dann schieb dich in deine Herzschaufel hinzuordnen. Schütte nochmal alles aus. Ja, egal, nein, nein. Und dann nehme das rechte Bein nach vorne, linkes Bein hinzu und ich bin wieder in meiner Vorwärtsbewegung. Ich beuge meine Beine, komm Wirbel für Wirbel nach oben. Nochmal einatmen, Neumond, Energie. Über meine den Kronenchakra, über mein Ashna-Chakra, über meine Worte, über meine Emotionen. Und dann fühl mal, schlägt dein Herz, kannst du mal probieren, ob es ein bisschen mehr als 67 Schläge pro Minute hat, dann ist gut, dann sind wir bereit für unseren Flow. Und der Flow ist heute natürlich ein Bodenkurs. Und im Yoga-Beginner haben wir heute 17 Uhr, haben wir die sanfte Variante gemacht und jetzt machen wir ein wenig die Volksschiene. Aber die ist super schön. Komm, den Anfang deiner Matte. Tadasana. Nochmal hier wieder an die Jeans denken. Mula Uriana Bandha. Schultern weg von den Ohren. Schau mal, ob dein Nackenband super lang ist, sodass du Stress für die kommende Woche komplett loslassen.
und bring mich von hier für die Variation von Utica Trikonast. Denn, Sam, du weißt schon, was kommt. Ich heb mich nach oben und komme in diesen großen Stern. Yeah, öffne mein Herz, jawohl. Und dann nehme ich meine Füße in Charlie Chaplin für die Göttinnenhaltung. Ja, ich bekreuze meine Hände vielleicht auf die Fingerspitzen, schau mal, ob es geht. Und wenn noch mehr geht, dann heb die fest. Yeah. Sehr gut. Und dann guck mal, dass du den Blick anhebst. Ja, schau mal, was du siehst, vielleicht den Nachbarn. Ja, vielleicht die Tankstelle aus dem Fenster. Ja, was ist es? Atme in diese. Und dann setze wieder ab. Komm nochmal einatmen nach oben. Genau. Ein kleiner Schuss. Zack. An den Anfang deiner Yoga. Hakimi-Mutter. Komm nochmal in die wunderschöne Palme. Links. Einatmen nach oben. Ausatmen nach rechts. Nochmal einatmen. Und über die Seite. Tadasana. Schön, gell? Das war die erste Seite. Kleines halbes Vinyasa und die zweite Seite voll. Atme ein über die Seite. Atme aus wie ein Klimmschwinger Richtung Erde. Atme an und komm mit ihren Armen rücklich. Atme aus zur Erde. Links zurück, rechts hinzu. Und dann für ein Chaturanga-Dandasana einatmen. In einen heraufschauenden Mund. Urbrunka, du darfst doch jauchen. Imaginär. Atme aus, Arme. Eine Welle, komm nochmal in die schiefe Ebene. Setz die Knie ab. Brust und Kinn und tauche ein, atme in Duschenwasser. Super schön. Atme aus. Nehme deine Hände jetzt nach vorne. Und dann versuche auch mal deine Beine weg vom Körper, von den Gelenken zu ziehen. Ganz lang zu machen. Und dann nehme, ja, du musst aufpassen mit meiner Deko, deine Hände, mach eine Räuberleiter. Und dann heb mal deine Räuberleiter so hoch wie du kannst. Und wenn noch mehr geht, heb mal beide Beine nach oben, gebe den Oberkörper mit. Und du bist wie eine wundervolle Heuschrecke. Ja, genau. Und jetzt schaut mal, versuch mal, jetzt kommt schon zu euch. Rechtes Bein ein wenig höher, linkes Bein auch, Mundwinkel auch. Der geht der rechte nach oben, linker nach oben. Noch drei, noch zwei, noch eins, 9,5. Halte und atme aus. Yeah. Sehr gut. Ausatmen, alles ist gut. Fühl die Energie. Die brauchen wir, ja, für unsere Neumondphase, die einen Monat dauert, also ungefähr 14.12. Gut, also ein bisschen ausgeruht. Kurz mal Becken shaken. Und dann freuen wir uns ja schon auf die zweite Seite. Geht es euch auch so? Ja, Robert freut sich schon. Ich hoffe, ihr auch hinter der Kamera. Nehme deine Hände. Stell die Zehe auf und dann schieb dich nochmal über das langgestreckte Kind. Atme. Hier nochmal alles ausschütteln. Ja. Und dann schau zu deinen Händen, beug deine Beine. Ja? Und dann wie so eine kleine Feder. Fliege. Zack. Zwischen deinen Händen. Yeah, super. Und dann tauche Wirbel für Wirbel. Nach oben. Mit einer kleinen Herz. Und bring die Geste der Dankbarkeit über die Energiebahn zum Herzen. Sehr gut. Alles gut, zweite Seite. Genau, jetzt muss ich mir überlegen. Genau, da bin ich rechts. Rechts. Also muss ich jetzt links. Okay. Ja. Da lass mal. Schon zurück. Wenn nicht, du machst einfach die andere Seite. Denk wieder, dass du alles anspannst, was du anspannen kannst. Schultern weg von dir. Spür schon mal die Energie. Den Fluss von dieser wundervollen Kraft des Neuens. Atme ein, über die Seite. Tadasana. Verbinde kleine Finger, Ring, Mitte, Zeige, Finger und Daumen. Hakini Mutter, du erinnerst dich, die wunderschöne Palme. Eine Seite bleiben und einatmen nach oben. Ausatmen. Einatmen und dann nimm die Energie zu deinen Hüften und bring deine
Atme an,
so schön. Wahrscheinlich, ja, sind jetzt alle Nasen, ja, an den Knien. Und so soll es sein, ja. Es ist so schön, spüre, es ist alles möglich, wenn man daran glaubt, ja. Und dann tauche Hilfe für Hilfe nach oben. Kannst du mal mal posten, bei wem es geklappt hat, gell? Kannst mal deine Schultern ein wenig lockern. Herrlich, so eine schöne Übung. Wir machen die zweite Seite. Genau, neue Chance. Du darfst dein rechtes Bein ausstrecken, linkes Bein. Wichtig ist nochmal, schaut mal, ihr Lieben, dass ihr die Sitzbeinbrücke aktiv habt. Nicht, dass man schief atmet, das wäre ein bisschen schwierig. Und der Neumond ist, habe ich ja heute mal die Neumondhose, meine Mondhose anwesend gelegt. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Nehmen wir anatmen, deine Arme weit Richtung Himmel. Und dann schau mal mit dem Ausatmen, wie weit du Richtung Erde dich verneigen kannst, ohne etwas zu wollen. Einatmen, heb dich, lächle und ausatmen. Lass los. Beim Einatmen überleg dir, was möchtest, was ist dir wichtig, was in deinem Herzen ist. Qualität und mit dem Ausatmen, was ist es, was du lösen kannst, was du nicht mehr brauchst, was dir nicht mehr dienlich ist. Schau mal, was du fassen kannst, so ist es hier auch schön. Gell? Das ist alles kann nichts muss. Ja? Alles kann nichts muss, auch ein schöner Spruch. Und dann schau mal, wie weit du hier mit deinem Atem ein wenig den Körper massieren kannst. Die Bauchorgane, dein Herz. Und deine Wirbelsäule darf Richtung Erde sich verhalten, ja? Ganz rund werden. Und wenn du angekommen bist, dann schau mal, wie es sich anfühlt. Ob die Nase schon ein wenig Richtung Erde ist. Und dann langsam löse, weil Manuela hat geklappt. Okay, wir probieren. Die linke Hand, großer Neumond, letzte Liebe. Ich hebe einatmen mit einem Lächeln, sprich ins Sinn. Mit dem Ausatmen tauche ich Richtung Erde und schau mal, ob ich meine Nase Richtung Knie bringen kann. Ja? Nach zweimal so, ihr Lieben, ich atme an und dann gebe ich alles an, was ich anheben kann. Mit dem Ausatmen Richtung Erde. Alle guten Dinge sind dran. Letztes Mal. Nochmal einatmen, öffne dich für die Zukunft. Öffne dein Herz mit ganz vielen Wundern. Das wird uns versprochen in diesem neuen Zug. So, hat es geklappt bei Manuela? Nicole, Thomas, bei dir auch? Und dann kommen wir für die Richtung Erde. Richtung Erde. Ich weiß, ihr wollt schon entspannen, ne? Okay, schüttel nochmal alles aus. Sehr gut. Wie fühlt es sich an? Schwimm mal deine Beine, schwimm mal dein Herz, alles ist weich. Und jetzt kommen wir zu einer Special-Übung, zu unserer kleinen Lichtmeditation. Ich hoffe, du hast dir die Kerze geholt. Robert, jetzt wir zeigen. Genau. Schau mal, ich habe auch eine große XXL-Kerze dabei. Diese Meditation, die wir jetzt erleben, ist die sogenannte Tataka-Meditation. Du darfst auch eine Kerze, kann auch eine kleine Kerze sein, ein Teelicht, ja, alles ist möglich. Du kannst dir es ganz bequem machen, schon was drüber ziehen. Diese Übung hilft dir, deine Konzentration für die kommende Woche zu stärken. Er verändert auch unseren Geist, es reinigt unseren Geist, verbessert unsere Sehkraft und belebt vor allem unser Gehirn. Und jetzt haben wir unseren Körper flexibel gehalten. Und das heißt auch, wenn wir jetzt nach dieser praktischen Yoga-Asana-Sequenz, dass wir auch unseren Geist flexibler gestalten wollen. Für Tataka, ja, zünde jetzt schon mal deine Kerze an. Mach die Musik ein wenig langsam, so leise, dass du meine Stimme ganz bewusst hören kannst.
du ins Hier und Jetzt kommen kannst. Shivananda hat es folgendermaßen mal ausgedrückt: In dir findest du die Essenz des göttlichen Lichtes, deine innere Flamme ist Frieden, dein wahres Selbst, und erlaube dir durch das Anschauen der Kerzenflamme in die Tiefe deines Wesens absorbiert zu werden. Ja, diese meditative Haltung, die wir jetzt für unsere Special-Yoga-Stunde annehmen, ist ja dazu da, um deine innere Mitte ja, zu finden. Und wenn du sie gefunden hast, du wirst immer merken, ja, dass so einen gewissen Rückgrat ja, du bekommst, so einen Halt. Und wenn es auch draußen noch schlimmer wird als je zuvor, diese Kraft, die in dir ist, durch Yoga, wird dir helfen, all das zu überstehen. Du kannst hier auch lernen, deine Gedanken, deine Gefühle und auch deine äußeren Lebensbedingungen ja, ganz neutral zu beobachten. Ohne dass du zu sehr involviert bist, sondern es ist fast wie Yin-Yoga, es ist fast wie so eine neutrale Beobachterposition einzunehmen, um ja, zu sehen, was ist es, was du wirklich loslassen möchtest und was ist es, was dir für das neue Jahr 2021 dienlich ist. Und wenn du eine schöne Position gefunden hast, deine Kerze angezündet ist, ja, schau, dass du sie so ungefähr 3 Meter von dir entfernt hast. Abstand hast. Alles gut. Das sind die Stürme. Das sind die Stürme, die jetzt schon kommen. Ja? Das ist alles gut. Das ist jetzt nur so eine kleine Leinwand. Wunderbar. Alles gut. Atme tief ein. Und atme aus. Und dann schließe erstmal deine Augen. Werde ganz ruhig und beobachte vor deinen geistigen Augen, wie auch deine Gedanken zur Ruhe kommen. Ja, und wenn du deine Augen geschlossen hast, dann merkst du schon so ein leichtes Flimmern. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Stell dir vor, du darfst jetzt deine Augen öffnen und wandere mit deinem Blick erstmal so ein wenig über den Boden bis zur Kerze. Entlang der Kerze bis zur Flamme. Schau mal direkt in die Flamme und lass deinen Blick ganz ruhig, ja, ganz ruhig dort mal ruhen. Und versuch gut die Augen offen zu halten und so selten wie möglich zu blinzeln. Nimm wahr, wie sich die Flamme bewegt. Vielleicht auch mit deinem Atem. Und wie deine Flamme aussieht. Wie sie sich verändert. Oder wie sie bleibt. Wie sie strahlt. Und wie sie leuchtet. Vielleicht verändert sie auch diese Flamme ihre Form, ihre Farbe. Verbinde dich geistig mit der Flamme. Und spüre die Wärme, das Licht und die Energie, die sie verbreitet. Nimm all das in dir auf und mach es dir zu eigen. Es kann auch sein, dass die Augen ein wenig brennen. Das ist so ein kleiner Reinigungseffekt, aber das ist eher positiv zu sehen. Wenn es zu unangenehm ist, kannst du gerne auch deine Augen schließen. Ansonsten fixier die Flamme so lange, wie es dir möglich ist. Atme und finde beim Ausatmen immer einen Moment ja, der Ruhe innezuhalten, um die Kraft von Apana noch zu stärken. Und jetzt schließ auch du deine Augen und lass das Nachbild auf deine Netzhaut nachwirken. Konzentrier dich darauf, dass du jetzt mit geschlossenen Augen siehst, bis das innere Bild ganz langsam verschwindet. Darfst du deine Augen wieder öffnen und lass dein Blick, der auf die Flamme gerichtet ist, ganz weich werden. Als ob du in die Ferne schaust und richte deine innere Aufmerksamkeit
Spiritualität und deinen Verstand. Und das Wichtigste ist, es erdet dich und verwurzelt dich. Und genau das ist es, was wir in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht auch Monate noch brauchen. Egal welche Stürme, welche Viren draußen in der Welt noch tosen. Diese Yogastunde soll dich bereit machen, ja, erdend auf deinen Körper, auf deine Seele und auf den Geist, ja, gewirkt zu haben. Sodass dein allgemeines Wohlbefinden, ja, sich positiv vielleicht verändert hat. Wir müssen unseren Geist ein wenig verändern, vor allem auch unsere Worte. Die müssen viel sanfter aus unserem Körper kommen. Ja, es ist Zeit, unser Leben auch zu transformieren. Das ist das, ja, was unser Neumond will. Und wenn wir das machen, wenn wir das alle machen, glaube ich, dann können wir wieder eine wundervolle Welt gemeinsam, ja, erleben. Genieß nochmal einen tiefen, tiefen Atemzug. Und dann lass vielleicht die Kerze noch ein wenig brennen. Aber du darfst dir das ganz bequem machen. Frischer Wasser. Entknote dich. Gerne eine Kuscheldecke mitnehmen. Und dann komm langsam Richtung Erde. Mach ein wenig die Musik lauter, sodass du ein wenig träumen kannst. Und du darfst dich komplett Richtung Erde legen. Vielleicht nochmal die Hände zu Fäusten, alles anspannen und los. Lass dich tiefer und tiefer Richtung Erde sinken.
Dezember wird ja dafür da sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt, so heißt es. Es kommen ja Erwartungen, ja, jetzt von Wut und Enttäuschung wird nochmal hochkommen, aber die Tendenz, das Wunder entstehen, ist da. Und ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, wir haben die Energie schon mal ein wenig wachgekitzelt, sodass alles wieder gut geht. Wir nehmen nochmal einatmen, die Arme weit Richtung Himmel, fühlt nochmal für die kommende Woche deine persönlichen Energiebällchen, deine Neumondbällchen. Und dann ein letztes Mal für heute, die Geste der Dankbarkeit, über das dritte Auge, für die Gedanken zu deinem Mund, für die Worte, die wir sprechen und zum Allerwichtigsten zu deinem Herzen. Ich wünsche euch eine wunderschöne, vor allem gesunde Woche. Ich bin am Donnerstag wieder da um 37 Uhr. Genau, freue mich, wenn ihr wieder da seid. Vielen Dank, bleibt gesund, Namaste.